Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Videokodierung für Postdienstleister. Mein Name ist Nadja Hilger und zusammen mit der Frau Katja Peschke werde ich Sie heute durch das Webinar führen. Wir freuen uns über das rege Interesse und die zahlreiche Teilnahme an dem Webinar. Und bevor wir in das Thema starten, würde ich Ihnen noch mal ganz kurz erläutern, wie Sie unser Tool GoToWebinar nutzen könnten oder nutzen können. Sie sind alle stumm geschaltet. Und Katja, wenn du mal auf die nächste Folie umschaltest. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet, aber Sie sehen in Ihrem Fenster dieses Kontrollpanel, das man ein- oder ausklappen kann. Und über dieses Panel haben Sie auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Es sind jetzt alle erstmal stumm geschaltet, um unsere Referentin dann auch nicht zu unterbrechen. Sie können aber jederzeit Ihre Fragen in das Chatfenster reinstellen und im Anschluss an Ihre Präsentation wird dann Frau Peschke auf Ihre Fragen eingehen. Und ich würde ganz kurz, um zu testen, ob auch der Sound funktioniert, Sie alle bitten, mir mal ein Zeichen zu geben über den Chat, ob die Tonqualität für Sie in Ordnung ist, da es manchmal doch ungeahnt zu Zwischenfällen kommt. Wenn mir die Teilnehmer mal bitte kurz reinschreiben würden, ob der Sound okay ist. Gut. Rückmeldungen sind positiv. Wunderbar. Ich sehe, dass inzwischen jetzt auch die meisten der Angemeldeten doch im Webinar sind. Und deshalb würde ich dann direkt auch an die Frau Peschke übergeben und verabschiede mich an der Stelle erstmal. Katja, du darfst. Gerne. Vielen Dank, Nadja, für die Einführung. Auch von mir noch einmal einen schönen guten Tag aus Dresden. Mein Name ist Katja Peschke, bin seit 10 Jahren im Unternehmen Spectors beschäftigt, arbeite hier als Senior Consultant im Projektmanagement und leite seit 2012 den Bereich Digitalisierung und Datenerfassung. Aktuell mit 13 Kunden, die Projekte bei uns platziert haben und einem Volumen von 2,6 Millionen Erfassungen pro Monat. Davon 1,8 Millionen tatsächlich Videokodierung, wo ich in den nächsten Minuten auch ein bisschen mehr darauf eingehen möchte. Und etwa 800.000 Redresserfassungen. Auch das ein Thema, was wir hier abbilden und worüber wir uns gerne im Anschluss oder in einem weiteren Seminar noch einmal genauer unterhalten können. In den nächsten Minuten möchte ich mit Ihnen folgende Punkte durchspielen. Zum einen würde ich gerne noch mal etwas auf den Sortierprozess an sich eingehen, da wir doch auch ein paar Teilnehmer heute dabei haben, die nicht ganz aus dem Feld kommen und da unter Umständen noch einmal ein bisschen abgeholt werden müssen, wo denn überhaupt die Videokodierung im Sortierprozess verankert ist. Im Nachgang möchte ich mir mit Ihnen die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf Videokodierung für die Briefdienstleister anschauen und dann natürlich auch herausheben, welche Vorteile Sie denn davon hätten, wenn Sie Videokodierung über Spectors abbilden. Wir schauen uns mal ein kleines Beispiel über einen Ablauf im operativen Geschäft an und würden uns auch mal damit beschäftigen, wie denn die Herangehensweise wäre, wenn man so ein Projekt aufsetzen möchte. Als letzten Punkt noch als kleiner Exkurs in eine optionale Dienstleistung der Adressrecherche, die auch zum Teil Bestandteil der Videokodierung ist. Darauf würde ich dann ganz am Schluss noch einmal kurz eingehen. Bitte, wenn Sie Fragen haben, sammeln Sie die gerne, können Sie auch gerne schon in den Chat schreiben oder dann ganz am Ende. Ich werde versuchen, wenn Sie jetzt schon Fragen haben, die auch schon mit aufzugreifen. Alles andere dann natürlich gerne am Ende noch einmal in die Runde werfen. Im ersten Punkt der Sortierprozess. Es ist so, dass ganz früher, noch gar nicht vor allzu langer Zeit, noch sehr viel von Hand sortiert wurde. Zum Teil ist das auch in einigen Briefdiensten noch der Fall. Und nur sukzessive die Sortiermaschinen Einzug gehalten haben in die Sortierzentren. Und diese hochleistungsfähigen Sortiermaschinen haben den ganzen Prozess des Sortierens natürlich schon viel effizienter und schneller gemacht und sind auch nicht mehr so personalintensiv. Für die, die noch nie in einem Sortierzentrum waren, so eine Sortiermaschine muss man sich
als ja, sehr lange Maschine vorstellen mit Förderbändern, links und rechts Fächern, die bestimmte Sortierziele beinhalten, wo dann letzten Endes der Brief, der sortiert wird, hineinfällt. Wenn der Brief ins Sortierzentrum kommt, wird er ganz klassisch am Anfang der Maschine aufgelegt. Die Maschine zieht die Briefe einzeln ein und scannt diese und liest quasi die Adresse aus über eine OCR. Und die Maschine weiß dann oder erkennt dann anhand der Datenbank und der Adressdaten in dieser Datenbank, an welches Sortierziel, also sprich in welche Kiste oder in welches Fach dieser Brief denn dann muss. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, der korrekte Zusteller soll natürlich dann auch die Briefe bekommen, die für sein Gebiet gedacht sind. Ganz platt gesagt, der Berliner Zusteller braucht natürlich keine Sendungen aus München. Es ist ein bisschen überspitzt, aber so ungefähr kann man sich das Thema vorstellen. Die Sortiermaschinen sind sehr, sehr gut. Sie haben sehr gute Handlesungen schon und können in der Regel über 90% der Sendungen schon einem Sortierziel zuordnen. Allerdings, immer wenn eine Maschine im Einsatz ist, es gibt keine 100%. Und es gibt natürlich auch Briefe oder eben auch Pakete, die von den Sortiermaschinen keinem Sortierziel zugeordnet werden können. Genau an diesem Punkt greift dann eigentlich die Videokodierung, denn es ist nicht unbedingt so, dass diese Briefe alle dann von Hand durchgeschaut werden müssen oder dann von Hand sortiert werden müssen, sondern es gibt eben diesen Zwischenschritt der Videokodierung. Sie können sich das so vorstellen, alle Briefe, die keinem Sortierziel zugeordnet werden konnten, fallen erstmal in eine extra Kiste und diese wird quasi beiseite gestellt, damit im Hintergrund die Videokodierung laufen kann. Zu diesen Sortiermaschinen gibt es in der Regel Videokodiersoftware, womit dann eine Person quasi am Computer in der Lage ist, den Brief nach diesem Sendungsbild, was die Maschine gemacht hat, noch manuell zu kodieren. Wir haben hier mal ein kleines Beispielbild, wie so etwas aussehen kann. Sie sehen bei der Dame im Vordergrund diese Videokodiersoftware sehen. Sie hat eine Sendung offen und kann jetzt manuell das Sortierziel zurouten. Das heißt, sie tippt vom Adressfeld die Postleitzahl ab, den Ort, die Straße und die Hausnummer und weist diesem Brief sozusagen manuell das Sortierziel zu. Ist der Videokodierprozess abgeschlossen, werden quasi alle Sendungen aus dieser besagten beiseite gestellten Kiste noch einmal aufgelegt und die Maschine erkennt, für diese Sendungen gibt es ein Sortierziel und lässt diese dann letzten Endes in die korrekte Box oder in den korrekten Schacht fallen und somit wiederum zum korrekten Zusteller kommen. Jetzt gibt es natürlich auch hier in der Videokodierung ein paar Herausforderungen für den Briefdienst. Diese kann man grob zusammenfassen in Kosten, Flexibilität und Qualität. Im nächsten Schritt möchte ich da ein bisschen einzeln drauf kommen, was es denn eigentlich bedeutet. Natürlich ist der Kostenfaktor im Sortierprozess ein sehr entscheidender Faktor. Allgemein die Postdienstleister sind natürlich wie jede andere Firma auch daran interessiert, die Prozesse so effizient wie möglich zu halten und die Kosten im Rahmen. Jetzt gibt es natürlich Einflüsse von außen, da kann das Sortierzentrum oder der Postdienst nicht wirklich Einfluss drauf nehmen. Und zwar ist das, wenn der Mindestlohn als der Mindestlohn gekommen ist. Und natürlich ist es zu erwarten, dass es weitere Steigerungen des Mindestlohnes gibt, die natürlich auch in diesem Fall, in diesem Step Videokodierung, die Kosten nach oben schrauben. Dass immer jemand dann sich diesen Briefen widmen muss, habe ich dort einfach Personalkosten, die nicht zu unterschätzen sind, zumal zusätzlich natürlich aufgrund der Arbeitszeiten, zu denen kodiert wird, noch diverse Zuschläge hinzukommen können, die dann diese Kosten weiter nach oben treiben. Es gibt also einen sehr, sehr hohen Fixkostenanteil, zum einen eben für das feste Personal und natürlich auch für die Arbeitsplätze, die auch wieder Kosten bedeuten. Ich brauche Ressourcen, ich brauche einen Raum, ich brauche die Rechner, ich brauche
die Stühle letzten Endes. Ich muss voll ausstatten, damit das Personal vernünftig arbeiten kann. Und auch da treibt es die Kosten nach oben. Natürlich gibt es auch einen großen Einfluss im Thema Flexibilität. Flexibilität ist ein ganz großes Thema. Manchmal muss man es wahrscheinlich noch vor den Kosten stellen, was die Herausforderungen angeht. Denn bei den Sendungsmengen und auch bei den Videokodiermengen kommt es zu erheblichen Schwankungen. Dabei kann man nicht nur von saisonalen Schwankungen reden. Also der Klassiker, vor Weihnachten geht das Postvolumen hoch, damit die Sendungsmengen im Sortierzentrum und damit natürlich auch die zu videokodierenden Sendungen. Allerdings sind das noch Ereignisse, die man zumindest ein Stück weit planen kann, weil jeder eigentlich weiß, wann Weihnachten ist. Allerdings ist es so, dass ja auch tagaktuelle Schwankungen auftreten können. Das heißt, schon in dem Moment, wo ein Kunde, der ein hohes Postvolumen hatte, an einem Tag mit der Adressierung etwas daneben gehauen hat, zum Beispiel, dass die Postleitzahl und der Ort noch vor der Straße stehen, bekommt die Maschine Probleme, ein Sortierziel zuzuweisen und diese Sendungen fliegen in hohem Maße in die Videokodierung und treiben die Sendungsmenge, die kodiert werden muss, nach oben. Prozentual das Personal da zu steigern, ist immer schwierig, gerade im tagaktuellen Bereich. Ich müsste dann, um die Sendungen trotzdem noch zeitnah zu kodieren und Laufzeitverlängerungen zu vermeiden, ja Personal dazusetzen, das eben noch weitere Kodierungen mit durchführt. Ein zweiter nicht zu unterschätzender Punkt ist, dass natürlich Personal für diese Art der Tätigkeit schwer zu finden ist, zumal wir hier auch von Nachtschichten reden und von einer Tätigkeit, die in den einzelnen Handlungsschritten zwar recht einfach sein mag, aber doch in der Summe der Teile und in der Frequenz, die erfolgen muss, sehr anspruchsvoll ist. Damit habe ich natürlich auch einen hohen Aufwand, um Mitarbeiter zu finden und diese zu trainieren, regelmäßig zu schulen und das Personal eben auch flexibel vor Ort zu halten. In dem Moment, wo ich aus meinem anderen Prozess jemanden dazunehmen muss, um die Videokodierung zu stemmen, wenn ein höheres Volumen aufgetreten ist, habe ich dann immer das klassische Problem, er fehlt mir an einer anderen Stelle für diesen Tag. Ein weiterer Impact natürlich auf die Flexibilität sind Neukunden, die mit unter Umständen großen Aktionsmengen hinzukommen und dann natürlich zusätzlichen Druck auf alle Prozesse ausüben und eben auch auf diesen Videokodierprozess. Eine weitere große Herausforderung, was die Videokodierung bei Sortierdienstleistern betrifft, ist natürlich die Qualität. Man kann sagen, dass die Leserate immer davon abhängig ist, wie gut denn meine Datenbank ist. In dem Moment, wo ich eine gute Bezirksdatenbank habe oder eine gute Alias-Datenbank, ist natürlich der Anteil an Sendungen, die direkt kodiert werden können, sehr hoch. Wenn diese Datenbank nicht so gut gepflegt ist, habe ich das Problem, desto mehr Sendungen fallen in die Videokodierung rein und müssen nachbearbeitet werden. Und natürlich sind zu videokodierenden Sendungen haben direkten Einfluss auf die Laufzeit, denn wenn ich es nicht schaffe, meine Sendungen zu kodieren, bevor die Sendungen das Sortierzentrum verlassen, es gibt ja in der Regel Deadlines, bis wann die Sendungen sortiert sein müssen. Wenn ich das nicht schaffe, habe ich das Problem, es geht direkt auf die Laufzeit und der Brief geht erst am nächsten Tag aus dem Sortierzentrum hinaus. Eine große Herausforderung, die man natürlich zusätzlich noch hat, ist auch die Adressqualität, die man von Kunden bekommt. Nicht immer ist die Adressqualität auf den Briefsendungen so optimal, wie man sie gerne haben möchte. Die große Frage ist, wie kann Spectors hier helfen? Was sind die Punkte, die Spectors unterstützen kann? Dazu möchte ich gerne im nächsten Punkt nochmal drauf kommen. Ich würde wieder diese Dreiteilung vornehmen. Zum einen, was kann Spectors Videokodierung leisten?
um eben die Kosten zu unterstützen bzw. die Kosten zu verringern. In dem Moment, wo wir den Videokodierprozess übernehmen, kommt es natürlich direkt zu einer Kostenersparnis und auch zu einer Effizienzsteigerung. Sie haben weniger Aufwand in der manuellen Nachbearbeitung und müssen natürlich auch intern nicht dafür sorgen, dass sie voll ausgerüstete Arbeitsplätze haben. Die Personalkosten werden sie vielleicht nicht verlieren, weil sie die Kollegen an anderen Stellen einsetzen. Aber in Bezug auf die Videokodierung kommt es dadurch natürlich zu erheblichen Einsparungen. Da wir keine festen Stundenpreise haben, wie sie zum Beispiel ein Mitarbeiter hat, den sie je Stunde bezahlen müssen, sondern wir von klickbasierten Kosten sprechen, ist da natürlich auch nochmal eine Effizienzsteigerung und eine Kostenverringerung zu spüren, da sie eben nur das bezahlen, was auch getätigt wird. Sie sind völlig unabhängig von Urlauben, von Krankheiten. Sie müssen das Personal nicht kostenintensiv in irgendeiner Form ersetzen. Sie müssen sich darüber dann quasi keine Probleme mehr machen. Auch die Investition in Software entfällt und aufgrund des geringen Implementierungsaufwandes sind die Kosten, die das einmalige Implementieren mit sich bringt, auch schnell wieder rein. Im Hinblick auf Flexibilität gibt es natürlich den größten Vorteil. In dem Moment, wo Sie sich in Ihrem Tagesprozess nicht mehr um die Videokodierung kümmern müssen, müssen Sie sich auch keine Gedanken mehr machen über steigende Volumen. Das heißt, Sie sind völlig unabhängig von schwankenden Sendungsmengen, denn das ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Ihr Problem. Sie müssen keine Personalanpassungen mehr vornehmen. Sie müssen nicht immens schnell Ressourcen bereitstellen und diese aus Ihren anderen Prozessen abziehen, sondern das übernimmt Spectors für Sie. Wir sind in der Lage zu arbeiten mit einem festen Team, aber auch mit einem Backup-Team. Das heißt, tagaktuelle Schwankungen werden auch direkt abgefangen und werden trotzdem zeitgerecht und bis zur Deadline kodiert. Natürlich ist es immer gut, wenn man weiß von vorangekündigten Mehrmengen, aber diese flexiblen Tagesschwankungen, die sind kein Problem abzudecken. In dem Moment müssen Sie natürlich auch keine Gedanken mehr machen, dass wenn Sie das Personal nicht vor Ort haben, Sie auch die Deadline nicht halten können und die Sendungen eben erst verspätet am nächsten Tag aus dem Sortierzentrum rausgehen. Das heißt, Sie haben automatisch eine Verbesserung der Laufzeit. Sie erhalten natürlich eine gewisse Prozesssicherheit, da wir punktgenaue Service Levels definieren. Wir richten uns nach Ihrer Deadline. Sie sagen uns, wann Ihre Sendungen fertig kodiert sein müssen. Und danach planen wir das Personal und die Kapazitäten. Wir können alle gängigen Modelle, Systeme unterstützen. Wir können mit BlueQuest umgehen. Wir sind mit dem Böwe-System vertraut, mit Bell & Howell und auch mit Siemens. Und natürlich, was auch immer ein Punkt in der Qualität ist, wir halten alle EU-Datenschutzrichtlinien ein und haben auch die Zertifizierung nach 9001 und 27001 durch unseren Partner gewährleistet. Wie könnte der Ablauf in einem operativen Beispiel aussehen? Wenn Sie ganz links schauen, haben Sie den Erfassungs- oder Sortierlauf eines Demo-Briefdienstes. Die Sortierung läuft quasi von 15 Uhr bis nachts 0 Uhr. Die Spectors GmbH würde sofort nach Eingang der ersten Sendungen im Videokodiersystem anfangen, die Sendungen zu erfassen und garantiert diese bis spätestens 30 Minuten nach Ende des Produktionslaufs abgearbeitet zu haben. Ich sage spätestens, denn in der Regel ist es so, dass wir Mitarbeiter natürlich zuschalten, wenn wir sehen, die Mengen steigen und ja ihre internen Deadlines dann zu dem Zeitpunkt kennen und wissen, wann die Sendungen komplett abgearbeitet werden müssen, damit sie diese noch aus dem Sortierzentrum rauskommen und keine Laufzeitverzögerung hineinkommt. Vom Ablauf her, der klassische Kodierablauf ist ja,
Der Mitarbeiter bekommt die Sendung im System angezeigt und entscheidet zunächst, ist denn das Bild lesbar, kann ich damit arbeiten? Wenn es nicht lesbar ist, dann ist es nicht kodierbar. Es ist zum Beispiel manchmal der Fall, wenn die Rückseite des Briefes nur zu erkennen ist, sprich der Brief einfach verkehrt rum auf der Maschine gelandet ist und dann natürlich auch das Foto nur die Rückseite zeigt, dann wäre es eine nicht kodierbare Sendung, die dann natürlich in die Handerfassung kommt und in der Handerfassung nachbearbeitet werden müsste. Ansonsten wird geschaut, der klassische Ablauf, gibt es ist die Postleitzahl vorhanden, die Straße, die Hausnummer, der Ort und die Kodierung wird vollzogen. Als zusätzlichen Schritt, den wir hier noch mit drin haben, ist das Thema Adressrecherche. Da würde ich ganz am Schluss nochmal mit drauf kommen. Es gibt natürlich diese optionale Leistung, auch die Adresse zu recherchieren. Wie würde denn die Herangehensweise sein, wenn Sie sich für Spectors entscheiden würden und mit uns die Videokodierungsleistung an uns übergeben wollen? Zunächst würde man sich natürlich mit Ihrer IT zusammen und mit unserer IT zusammen anschauen, die benötigte Infrastruktur bereitzustellen. Wir binden uns in der Regel über einen VPN-Tunnel an. Es gibt unterschiedliche Themen, die dann auch ein bisschen davon abhängen, welches Videokodiersystem Sie nutzen. Nutzen Sie zum Beispiel Pitney Wave, dann ist es ja so, dass wir sogar über den Webbrowser arbeiten können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir uns direkt zum Beispiel auf einen RDP-Server zugreifen und dann direkt in Ihrem System arbeiten oder aber auch direkte Verbindungen zu Rechnern bei Ihnen vor Ort. Es gibt unterschiedliche Ansätze, die man da verfolgen kann. Das ist immer das Beste, wenn die ITler miteinander darüber sprechen, denn die sprechen auf einer anderen Ebene miteinander und können das einfach besser abklären und besprechen, was der beste Weg für Ihre individuelle Situation ist. Natürlich muss immer eine Internet-Breitbandverbindung zur Verfügung stehen und diese auch eine gewisse Bandbreite aufweisen, damit wir effizient und schnell arbeiten können und Sie quasi nicht wirklich einen Unterschied dazu merken, ob die Mitarbeiter bei Ihnen vor Ort sind oder die Mitarbeiter eben bei uns sitzen. Im zweiten Schritt müsste man sich natürlich über die ganzen Besonderheiten abstimmen. Das heißt, wir brauchen von Ihnen zum einen die Kodierregeln. Welche legen Sie zugrunde? Welche Aussteuerungsgründe haben Sie? Wie soll der Brief idealerweise erfasst werden? Es gibt ja auch zum Teil regionale Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen. Auch diese Themen ist es immer gut, wenn wir sie überstellt bekommen. Ich weiß, dass einige Briefdienste die Mitarbeiter diverse Listen an den Plätzen liegen haben. Zum Beispiel, was auch Großkunden angeht, wo sie die Adressen mit vor Ort liegen haben am Platz und nachschauen können, wenn eben nur der Großkundenname und die Postleitzahl und der Ort draufstehen auf der Sendung, auf welche Straße und Hausnummer denn diese kodiert werden muss. Das sind alles Themen, die wir hier bei uns im Vorfeld brauchen, um unsere Erfasser optimal zu trainieren. Wir erstellen aus Ihren Unterlagen, Ihren Informationen ein Handout, was unsere Mitarbeiter dann erhalten. Idealerweise kann man im nächsten Schritt dann einen Testlauf mit 1 bis 2 Erfassern machen. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Bei manchen Briefdiensten ist es möglich, auch mal 100, 200 Sendungen zum Test aufzulegen. Wenn das nicht möglich ist, können wir natürlich auch direkt im Live-System arbeiten. Dann ist es umso wichtiger, dass man erst mit 1 bis 2 Erfassern startet, damit wir im Nachgang einfach nochmal drüber schauen können und gezielt eventuell noch nicht ganz klare Regeln straff ziehen können. Wir besprechen die Ergebnisse intensiv und im nächsten Schritt wird dann auch ein Kommunikationsschema implementiert für alle Seiten, damit jeder immer weiß, auf welchem Stand wir gerade sind. Zum Beispiel ist es für unsere Erfasser dann natürlich wichtig zu wissen, wann bei Ihnen vor Ort denn die Produktion tatsächlich beendet ist. Da wir in dem Moment nicht bei Ihnen im Sortierzentrum sitzen, sehen wir ja nicht, wann Sie komplett durch sind und wann Sie quasi in den Feierabend oder in die nachgelagerten Prozesse starten. Die Trainingsunterlagen werden dann nochmal in Abstimmung mit Ihnen angepasst, sollten da noch zusätzliche Regeln aufgetaucht sein.
damit wir quasi genauso arbeiten, wie das auch Mitarbeiter bei Ihnen vor Ort tun würden. Irgendwann geht es dann natürlich in den Schritt, dass dieser Prozess in die Operative geht. Wir fangen an, nach Ihren Zeitvorgaben zu kodieren. Es ist natürlich möglich, dass wir den Prozess komplett übernehmen. Es ist auch denkbar, dass zumindest für den Anfang ein Parallelbetrieb stattfindet. Oder wenn Sie sagen, einen gewissen Anteil wollen Sie immer bei sich im Unternehmen behalten, kann man natürlich auch einen dauerhaften Parallelbetrieb haben. Man müsste sich dann nur ein bisschen abstimmen. Sie müssten uns sagen, mit wie vielen Personen wir denn gleichzeitig mit kodieren können. Das ist dann alles eine Frage der Abstimmung. Genauso schaut man sich dann gemeinsam ab an, welche Möglichkeiten es gibt, ein kontinuierliches Qualitätsmonitoring aufzusetzen. Das ist immer ein bisschen davon abhängig, was Sie uns an Informationen auch noch im Nachgang liefern können. Es gibt Briefdienste, die teilen uns mit, wenn in der Handsortierung mal ein Thema aufgefallen ist, damit wir dieses eben nachschulen können und in unsere Schulungsunterlagen mit aufnehmen können. Es gibt aber auch Briefdienste, die es nutzen, dass wir einen Teil der Sendungen noch einmal gegenprüfen. Das heißt, sie überstellen uns via einem Austauschserver noch einmal Bilder der Briefsendungen und die kodierten Angaben unserer Kollegen. Und wir prüfen diese noch einmal nach und reporten gegebenenfalls an unsere Erfasser, sollte etwas auffallen. Als letzten kleinen Punkt würde ich noch einmal das Thema Adressrecherche ansprechen wollen. Diese Adressrecherche ist quasi ein optionaler Teil der Videokodierung. Es ist so, dass zum Beispiel bei Böwe es die Möglichkeit gibt, Sendungen, die nicht kodiert werden können, direkt an einen sogenannten Adressrechercheplatz zu steuern. Es gibt immer wieder auch im VC Sendungen, die auch durch die manuelle Tätigkeit des Codierers nicht einem Sortierziel zugeordnet werden können. Das ist zum Beispiel, weil fehlende Adressinformationen gibt, dass es falsche Adressinformationen gibt oder eben auch, dass die Datenbanken noch nicht so sauber, noch nicht so gut aufgearbeitet sind, sodass es einen zusätzlichen Schritt benötigt, um eben ein Sortierziel zu finden. Und natürlich dieser Schritt auch dazu dient, die Datenbanken zu verbessern, zu optimieren und zu pflegen. Das wiederum hat dann natürlich den Vorteil, dass diese Datenbanken nachgepflegt werden können und bei der nächsten Sortierrunde dieser Brief eventuell nicht wieder in die Videokodierung fallen würde, denn er könnte direkt schon von der Maschine gelesen und absortiert werden. Damit hat man natürlich nochmal einen weiteren Punkt, wo man Kosten sparen kann, denn sie sparen sich diesen nachgelagerten Prozess der Videokodierung einfach, indem bereits durch die Maschine das korrekte Sortierziel gefunden werden kann. Die Recherche kann unterschiedlichst erfolgen, zum Beispiel auch mittels Online-Datenbanken, Google Maps, Suchmaschinen. Gerade auch bei Firmen kommt man mit Suchmaschinen immer sehr gut vorwärts, um Ergebnisse zu finden. Und diese Ergebnisse würden dann natürlich durch uns reportet werden, damit Sie wissen, was Sie überhaupt in der Datenbank nachpflegen müssen. Das macht natürlich im Nachgang wieder einen weiteren Prozessschritt überflüssig, denn wenn in der Videokodierung keine Adresse gefunden werden kann, würde ja der Brief auch wiederum den nächsten Schritt gehen, und zwar in die Handsortierung, und würde dort noch einmal Ressourcen binden und auch Kosten verursachen. Also die Adressrecherche eine gute Möglichkeit, um insgesamt den Prozess weiter zu straffen und am Ende noch mehr Kosten einzusparen. Letzten Endes sparen Sie sich dann sogar die Videokodierkosten durch uns, denn diese Sendung wird direkt absortiert und landet nicht einmal mehr bei uns in der Kodierung. Ja, so viel noch zum Thema Adressrecherche. Ist kein zwingender Muss. Wir empfehlen sie aber gern, denn dadurch erreichen sie einfach auch eine Qualitätsoptimierung. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Ihre Fragen und möchte diese gern beantworten.
Hallo Katja, vielen Dank für deine interessanten Ausführungen und ich würde auch direkt zu den Fragen kommen, da wir ja in der Zeit schon ganz gut vorangeschritten sind. Es wurde gefragt, wie schnell ein VC-Projekt gestartet werden könnte. Das ist in der Tat sehr schnell möglich. Es ist natürlich immer entscheidend, wie schnell ist die IT, wie schnell bekommt man alle an einen Tisch, kann durchsprechen, welche Schritte notwendig sind, um die technische Anbindung zu realisieren. Die Bereitstellung des Personals, die ist sehr schnell möglich. Also da sind wir innerhalb von 2 Tagen, können wir dann Mitarbeiter aufschalten. Wichtig ist für uns eben, dass einmal die Technik steht und dass wir die Videokodierregeln, die Unterlagen bei uns haben, dass wir diese aufarbeiten können und unseren Erfassern zur Verfügung stellen können. Wir sind sehr schnell mit dem Aufschalten und ja, auch vielleicht gerade im Hinblick auf die aktuelle Situation sind wir da natürlich auch jederzeit gern bereit, schnell in Kontakt zu treten. Unsere IT steht auch immer bereit, ja, sich diesen Themen schnellstmöglich zu widmen, da wir ja jetzt noch mit anderen Gegebenheiten arbeiten und unter Umständen noch schneller sein müssen, als wenn wir das im Normalprozess vielleicht auslagern würden. Gut, wir haben noch zwei weitere Fragen. Können Sie auch andere Datenerfassungen übernehmen, zum Beispiel Postzustellaufträge oder Nachsenderaufträge und Ähnliches? Ja, das ist tatsächlich auch möglich. Also wir führen ja bereits auch schon Adresserfassungen durch. Da geht es auch um klassische Adresserfassung, aber wir haben tatsächlich auch ein Projekt, wo wir direkt Nachsendeaufträge erfassen. Im Prinzip kann man sagen, alle Daten, die in irgendeiner Form erfasst werden können, können wir mit unseren Kollegen erfassen. Wichtig ist für uns, wir brauchen einmal ein Bild, wo die Daten zu sehen sind, die erfasst werden müssen und dann natürlich von Ihnen eine Information, wie Sie die erfassten Daten gern zurückhaben möchten. Aber prinzipiell ist da viel möglich. Gut. Letzte Frage noch zum Thema VC ist, wie läuft die Kommunikation im Rahmen des Projektes ab? Genau, also es gibt immer eine kleine Standardkommunikation, die man festlegt, wie zum Beispiel eine Standardabschluss-E-Mail, die gesandt wird, wenn die Produktion vorbei ist. Es muss nicht unbedingt zwingend eine Abschluss-E-Mail sein. Man kann auch mit Trennkarten auf der Maschine arbeiten. Das kann man dann individuell nochmal klären. Aber diese alltägliche, tägliche Kommunikation wird quasi mit festen Vorgaben geregelt. Und für alle weiteren Themen, für Themen, die im Prozess aufkommen, haben Sie immer einen Ansprechpartner bei der Spectus GmbH, den Sie zu jeder Zeit erreichen können. Und mit jeder Zeit meine ich tatsächlich jederzeit, also auch wenn im Sortierprozess in der Nacht Themen auftreten, haben Sie einen Ansprechpartner, den Sie erreichen können. Gut, alles klar. Dann denke ich, wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, das sieht gerade nicht so aus, da sind wir jetzt erstmal am Ende unseres Webinars angelangt und glaube ich auch gut im Zeitrahmen geblieben. Dann an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an dich und natürlich auch an Sie, unsere Zuhörer, für Ihre Teilnahme. Ich würde Sie bitten, noch einen kleinen Moment drin zu bleiben, denn wir haben eine kurze Umfrage vorbereitet, um Ihr Feedback einzuholen. Wir sind ja alle noch relativ jung und neu in dem Thema Webinare und möchten uns gern verbessern und wären da sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre Meinung geben. Damit möchte ich mich schon mal verabschieden. Katja, vielleicht willst du noch kurz was sagen? Genau, also ich bedanke mich ebenfalls nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Auch für mich war das heute das erste Mal doch vor einer großen Runde im Webinar. Also auch ich freue mich über Ihr Feedback, denn nur daran können wir wachsen. Und natürlich stehe ich Ihnen auch im Nachgang per E-Mail oder per Telefon zur Verfügung, wenn es darum geht, dass vielleicht noch individuelle Fragen sind, die Sie gerne geklärt haben möchten. Kommen Sie gerne auf mich zu. Gut, dann vielen Dank an alle nochmal. Bleiben Sie gesund in diesen Tagen und wir freuen uns auf den weiteren Kontakt. Tschüss und auf Wiedersehen.